Michael Hässig, ich freue mich für das Interview. Du bist Fachtierarzt, FVH für Wiederkäuer und später Professor für das Fach Klinische Epidemiologie. Was ist das? Klinische Epidemiologie, das ist im Prinzip der akademische Titel für das, was ich praktisch mache, wo man allgemein nennt Bestandesmedizin. Mich interessiert nicht, ob ein Tier krank ist oder nicht, selbstverständlich auch, aber mein Hauptfokus ist, wenn ein Bestand in einem Bauch, eben eine Herde, ein Herdenproblem hat, das muss irgendwie einen gemeinsamen Nenner haben, eine gemeinsame Ursache. Und das herauszufinden, das ist seit vielen Jahren mein Ziel und meine Aufgabe an der Uni Zürich. Wunderbar. Das ist jetzt gerade eine gute Überleitung zum Fall Sturzenegger, wo du, glaubst, maßgeblich oder zuvorderst daran beteiligt warst. Was hast du da genau untersucht bei dem Fall Sturzenegger? Ja, also ich bin zum Fall Sturzenegger im Jahr 2000 gekommen. Und ich habe einen Auftrag bekommen vom Kantonalen Veterinäramt von Zürich und vom Bundesamt für Veterinärwesen, wie es damals noch geheißen hat, von Bern. Ich soll mal abklären, was da beim Herrn Sturzenegger läuft. Und wir sind dann dahinter gegangen, haben geschaut, was ist die Fallbeschreibung. Das sind sogenannte nukleäre Katarakte, die die Kälber hatten. Das heisst, eine Linsentrübung im Zentrum der Linse. Also keine Oberflächentrübung, sondern zumindest innen in der Linse ist eine Trübung. Das heisst, das ist keine mechanische Störung, also durch Kratzen oder etwas, das wäre ja dann eben an der Oberfläche, sondern es muss etwas zu tun haben mit Stoffwechsel, Aufbau der Linse. Wir sind aber dann auf das Modell gekommen vom Vitamin D. Das kennt man seit wahrscheinlich 70 Jahren, dass wir mit der Nahrung sogenannte Vorläufer oder Provitamin D aufnehmen. Das wird dann verdaut, aufgenommen im Körper und in der Haut wird das dann durch Sonnenstrahlung umgebaut ins aktive Vitamin D. Das ist ein Mechanismus, der schon ganz lange bekannt ist. Und wir haben etwas Ähnliches uns überlegt, dass vielleicht die Strahlung unter der Haut solche Veränderungen macht. Und den Zusammenhang mit dem Mäusemodell haben wir dann hergestellt, dass die oxidativen Proteine vielleicht unter der Haut nicht durch Sonnenstrahlung, sondern womöglich durch Handystrahlung beeinflusst werden. Schaltest du die Heim, das WLAN in der Nacht ab? Nein. Und schlafst gleich gut. Und ich schlafe gut und anscheinend meine Katze liebt es, weil die schläft mit dem Kopf immer auf unserem WLAN-Kiste, die auf einem Schrank oben ist. Gut, da würde ich jetzt natürlich sagen, jetzt musst du mir vorstellen, was für Träume das erst jetzt schon das WLAN wirst abstellen. Also sie schläft gut. Wohl, dann bedanke ich mich ganz herzlich für deine Bereitschaft und für das spannende Interview. Und wünsche dir in Zukunft alles Gute, dass wir noch viel von dir hören können. Ja. Danke vielmals. Gut.